Koordination, Ruhe. Ne, das sind hier Joint Task Forces, Support Forces Antarktika. Und das ist nicht das Abzeichen der Freeze-Expedition von, naja, wer weiß denn, wann die war? Was? Die erste Deep Freeze. 46, 47 war High Jump. High Jump. Ja, und die Engländer waren schon 46 da. Hatten wir mal vor. Die Engländer waren 46 da, das hatte ich letztes Mal erwähnt. Das ist die Freeze, die haben, also sind bei diesem Begriff geblieben. Wie bitte? 57. Ja, genau. 46, 57, Entschuldigung, 56, 57, 58. Das endete, das werden wir nachher hören, mit einem Atomschlag. Und das Bezeichnen, wenn Sie da was suchen wollen, müssen Sie IGY eingeben. International Geophysische Jahr, Internationales Geophysische Jahr, 56 ging das los. Das ist das Abzeichen dieser Expedition für das Jahr 2011 und 12. Wenn Sie recherchieren, dann machen die regelmäßig Expeditionen, die Amerikaner, immer auf der Suche nach der Temperatur am Südpol. Ne? Weil das ist ja so spannend. Nee, Robbenschnarchen messen wir da. Oder Kaiserpinguine nochmal einfangen. Ja. Die sind 38, 37, 39 von der deutschen Expedition ja mitgebracht worden. Sollen heute noch welche im Berliner Zoo sein. Kaiserpinguine. So. Sehen Sie mal hier, der Fall, wo geht denn der hin? Der kennt sich aus am Südpol. Ostantarktis ist das, oder? Das Ostantarktis, da wollen Sie hin. Oh. So. Da wissen Sie, dass die immer noch Krieg spielen. Nicht, das ist, wie gesagt, das Problem. Ich habe recherchiert, ein bisschen im Internet, was da los ist. Ja, dann wissen wir Bescheid. So, was auch vielleicht zum heutigen Thema, achso, ich muss ja mal meine eigene Kamera einschalten. Macht nichts, irgendwo geht sie an. Ach, das war ja immer. Hier wird gedreht und da. Da, so, okay. Gut. Ach ja, aus dem Heft werden wir heute den dritten Teil sozusagen hören. Es ist insgesamt eine dreiteilige Sache. Diese sozusagen Chemtrail-Geschichte, die stammt aus dem Heft davor, aus dem 41. Ach ja, das war auch ganz interessant. Halten wir mal kurz dran. Ja. Sehen Sie hier, weil der das auch, glaube ich, vorletzte Mal hatte ich das vorgetragen und wollte noch recherchieren, ich kam vorher nicht dazu. Er nannte das Flügelrad-Hubschrauber, der Douglas Dietrich. Nicht, das ist also nicht die Horten 229, sondern das ist eine BMW-Maschine, die man sieht. Nicht? Und die soll noch in den 50er Jahren auch über Städten wie New York rumgeflogen sein und hat da auch mal aus Demonstrationsgründen Strom abgestellt. Als ich das gelesen habe, da fiel mir ein, hey, die haben 2003 schon noch mal den Strom abgestellt. Nicht nur in den 50er Jahren, die stellen immer wieder mal den Strom ab. Vor kurzem sogar. Gestern in München. Ja. War gestern auch. Na? Ja, in München, ja gut. Da kann auch mein Haus von der Bahn über ein Kabel stolpern. Ist schon klar. So, ne? Also das also zum jetzt Thema Flügelrad. Ich konnte mir auch nicht so großartig was drunter vorstellen. Was die meinten, bis ich dann also Flugkreise meinten die eigentlich. Ja, das hier ist auch so ein Flügelrad. Ups, Entschuldigung. Also das Gerät. Das ist allerdings. Genau. Das ist von, nach der Horten empfunden, nicht? Da vorne ist der Kanzel, hier hinten sind die Flügel eingebaut oder auch nur Flügel, Flugzeug eigentlich. Nicht? Das ist ein erbeutetes Stück. Das findet man auch in einem Museum der Amis. Nicht? Nee, ist eine Abstellkammer. Oder eine Abstellkammer, ja. Aber offiziell wird das gezeigt, dieses Foto, der GABA-Museum der Luftfahrt. Da haben die natürlich auch hauptsächlich amerikanische Flugzeuge, ein paar deutsche haben sie auch. Nicht? Und dann gibt es so Spezialisten, die gehen da rein in das Lager. Ja. Und überlegen sich dann, wie das aerodynamische Problem von den Nazi-Ingenieuren gelöst worden ist. Nicht? Also auch heute amerikanische Ingenieure holen sich noch Inspiration von Flugzeugen, die über 70 Jahre alt sind. Ja. Das ist die eine Haut. Genau. So, gehen wir ruhig weiter. Und ich wollte Ihnen ein paar Bilderchen erklären, auch das hatten wir schon.
Ja, das wird auch bei Douglas erwähnt, diese Maschine, und wird verglichen mit den Angriffsmaschinen, die bei der Schlacht um Neuschwanland verwendet haben sollen. Er sagte denn, der Flügelradhubschrauber, das war, wäre so die reichsdeutsche Version wie das hier. Diese Lockheed SR-71. Es gibt wunderbare Fotos von der, von dem Flügelradflugzeug der Nazis natürlich weniger. Ja, hier ist Flugkreise, und zwar der schwierige Flugkreise, ist also häufiger in der Literatur beschrieben worden. Nicht? Ja. Gut, gehen wir weiter. Ja, das ist auch jetzt eine neumodische Sache, da sieht man auch, der Hubschrauber links und rechts zum Flügel und darüber. Aber die Dinger, mir einer erzählt, seien nicht gerade flugtauglich. Ich habe auch einen Artikel gelesen, dass sie da viele, die 2005 abbestellt haben, wahrscheinlich weil die gar nicht richtig starten, aber so, es kommt ja vor, man sollte eben die Sachen, ist ähnlich wie der A400M, ne? Der hat länger gebraucht, fertiggestellt zu werden, als der Zweite Weltkrieg. Ja, das fand ich auch ganz nett, habe ich bei meiner Recherche gefunden, da feiert einer den 75. Geburtstag der russischen Revolution. Ja, sowas gibt es auch, ein Alexander Lukaschenko. Nicht? Also wenn man immer denkt, die Kommunisten sind weg, über die Roten werden wir heute sowieso noch einiges hören, die damals sich ja schon alle verbündet haben. Ja, das war hier der Winterkrieg, Sowjetunion, Finnland. Nicht? Eine Karte kann man auch finden. Von November, 30. November 1939 bis zum Friedensvertrag in Moskau im März 40. Es ging dem anderen Krieg voraus. Das ist übrigens ein schönes Foto. Das ist ein Sturmgeschütz. Ich glaube Nummer 3. Und ja, mal nicht die deutsche Wehrmacht, sondern finnische Armee. Also die Finnen hatten beim Kampf mit den Sowjets, also 39 bis 40, da hatten wir ja diese Sowjetunion, da hatten wir noch den Hitler-Stalin-Pakt, ne? Hatten Piloten, Soldaten aus Schweden, aus Deutschland. Das war ein internationaler Abwehrkrieg gegen die Sowjets. Nicht? Ja, da werden wir nachher auch was drüber hören, wie Stalin da auch bei seinen kommunistischen Gewerkschaftern eingegriffen hat, selbst in Amerika. Also man kann einiges heute finden. Manches ist interessant, anderes weniger. Ach ja, das habe ich jetzt auch neu gefunden. Moment, das, die Karte hatten wir schon, die hatten wir noch nicht. Das ist eine Spiegelveröffentlichung. Deutschland-Arktis-Expedition 1938. 39. Und die stammt aus dem Jahre 55. Die andere Karte, die ich vorhin hatte, die stammt aus dem Jahre 56. Nicht? Ja, mit Flugbooten erforschtes Gebiet Neuschwanland sehen Sie hier, nicht? Und da ist für Schwanland die Sache ein. Also damals wussten Spiegelleser tatsächlich noch mehr. Heute wissen sie mehr Lügen. Richtig. Ja. Also das, die danach folgenden. Da sind übrigens auch die Falklandinseln. Da hatten wir 82 eine Auseinandersetzung. Zwischen Großbritannien, nicht, und Argentinien. Das hat auch irgendwas mit dem Südpol zu tun, glauben Sie mir. Ja. Ja, die Karte kennen wir ja schon. Das ist eine wunderschöne Karte, weil da ja steht, der Anspruch des Deutschen Reichs wegen der Neuschwanland-Expedition. Und vorher war ja auch veröffentlicht im Bundesanzeiger 1952, ne, über das Auswärtige Amt, ne, die Namensgebung zu Neuschwabenland. Und ich habe heute ja auf meiner Einladung geschrieben, ne, das ist ja das Interessante, da könnte man meinen Herrn Westerwelle, wer viel Zeit hat, eine Frage stellen mit so einer Karte, auf dem Spiegel, ne, da habe ich dann geschrieben, also das ist bekannt gegeben worden, das Auswärtige Amt am 12. Juli 1952 im Bundesanzeiger sind da 84 geografische Positionen Neuschwabenlands bekannt gegeben. Und zwar über den Leiter der Neuschwabenland-Expedition, Kapitän Ritscher war das, glaube ich. Und das ist dann veröffentlicht worden im Bundesanzeiger am 5. August 1952. Und da schreibe ich, sind Reichsgebiete in der BRD Sache des Außenministers? Eine interessante Frage. Ich stelle die hier immer ins Netz und auf der Einladung. Ist Deutschland für die BRD Ausland?
Weil, wie gesagt, nach internationalem Recht ist das deutsches Gebiet. Und das ist ja noch vor dem sogenannten Kriegsbeginn. Erobert worden oder expediert worden, wie man es nennen will. Und dazu schreibt ja Bracht auch, Professor Werner Bracht, besteht das Deutsche Reich bis auf den heutigen Tag vor, in seinen Grenzen vom 31. August 1939. Und zwar hat er das veröffentlicht, das kann man auch sehen, den Professor Bracht, weil bis zum 31. August 1939 das internationale und Völkerrecht beachtet worden ist. Also nicht Grenzen 37, wie gerne das die Alliierten noch immer hätten, sondern wir reden über die Grenzen mindestens von 39. Ja, Staatenrecht ist eben kein Wunschkonzert. Ja, Tatsachen auch. Ja, das wollte ich Ihnen nur kurz vorher zeigen, bevor ich dann zum Vortrag selbst komme. Ich darf noch fragen oder ankündigen, es gibt noch Luftbilder von dem Drielgelände in Brandenburg. Kevin, wo ist er? Da ist er. Sich an Kevin wenden. Das sind größere Ausdrucke dieses Formates. Nicht, da kann man vielleicht einiges erkennen. Arado-Werke und so weiter. Drielgelände, wer das haben will, möchte sich an Kevin bitte wenden. Ja, für die Schemtal-Freunde, einige sind ja vielleicht hier, darf ich Ihnen, bevor es jetzt richtig losgeht,